Und weiter im Text mit Pokémon Schwarz und Weiß 2. Ja, wir haben jetzt im letzten Part das Kroko gelevelt und ich würde sagen, wir probieren den Arenaleiter aus. Beziehungsweise wir müssen uns ja noch hochkämpfen. Falsche Richtung. Also ich glaube, das erste Mal wird wieder Fail. 100%. Ach ja. Wir müssen ja in so eine Seite. Hier rein, genau. Hier. So, dann kämpfen wir uns hoch. Den Anfang wissen wir ja schon. So. So, da kam dann jemand raus. Genau, die steht ja schon hier. Und bounce. So, dann wird jetzt hier wahrscheinlich auch einer rauskommen. Ja. So, für Kroko haben wir zwar noch keine Attacke, aber naja, immerhin kann ihn Blitz nicht treffen, ne? Wir probieren es ganz einfach mal. Perfekter Gegner. So. Das ist der einzigste Nachteil an ihm. Solange das aber das einzigste ist, bin ich zufrieden. Nice. So. Ein paar Heiler haben wir, glaube ich, auch dabei. Ja, genau. Sollten wir auch, glaube ich, nochmal kaufen gehen. Was haben wir noch hier für haben wir hier was verboten? Nein. Schade. Naja. Wenn das genauso klappt wie hier. Ich glaube aber, da ist hundertprozentig was faul. Ohne eine Attacke werden wir das nicht schaffen. 100%. Naja, ein Versuch ist es wert. So, auf zum vierten Arena-Kampf. Oh, toll. Kämpfen wir jetzt nicht? Oder geht das noch gar nicht? Hä? Heißt das jetzt nicht, es war alles umsonst, da hochzulaufen? Okay. Dann kommt wohl noch was auf uns zu, Leute. So. Wir trainieren ihn trotzdem weiter, weil wir jetzt wissen, es kommt ja bald was auf uns zu. Dann haben wir wenigstens was. Ja, das war sehr dumm von mir. Sehr dumm. Nein, das war noch dümmer. No.
Ach, kriegt er halt auch noch XP. Ich wollte ihn. So. Ah, gut. Ich dachte, vom Levelunterschied könnte er es mehr abziehen. Das ist akzeptabel. So. Ah, okay, das kommt wahrscheinlich davor. Jetzt fahren wir Karussell. Ein Riesenrad. Danach gehen wir nochmal probieren, ob das mit dem Pokémon Arena Leiter geht. So, ausgedreht hat sich's. So. Jetzt gehen wir nochmal Arena Leiter probieren. Die war ja auch da hinten. Und sorry wegen dem Teamspeak, oder die haben sich da irgendwas erlaubt gerade. Ich bin auch rausgegangen, deswegen jetzt gerade. Unter aller Sau war das gerade. Sorry, ich hatte den Ton halt aus. Ich hab's nicht gehört, ob sie es gemacht haben und wie oft sie es gemacht haben. Bitte entschuldigt das. Aber naja. Boah, ich bin heute irgendwie voll müde. Ich sollte demnächst früher ins Bett gehen. So. So, mal gucken. Immer noch nicht. Ach, weiß der Geier, warum nicht. Scheiß drauf. Gehen wir weiter. Diesmal aber die andere Richtung. Oder waren wir hier schon drin? Das ist das Musical, oder? Nee, da waren wir noch nicht drin. Ach doch. Waren wir hier schon drin? Für die andere Schule sein. Ja. So, hier sind wir weitergegangen. Da kam dann Bell. Mit dem Fliegen. Genau hier. Oh ja, gehen wir hier mal weiter.
Vielleicht müssen wir hier noch was machen. Und auf der anderen Seite geht's dann weiter. Ach ja, blöd von mir. Na egal, wir gehen jetzt in extra zurück. So leveln wir wenigstens Fukano, also Sora. Boah, Igelsamen. So, jetzt bringt er das aber gar nichts. Bekommst doppelt abgezogen, dumm Beidel. Bam. Oh. Nee, komm, wir bleiben mal mit Hukano dann. Eben, deswegen genau. Oh, Lockduft. Kriegt das auch noch. Oh. Auf gut Glück. Ah ja, gut, super. Vielleicht schon Level 18. Das ist Flammenrad. Ach nee, schade. Wir gehen heilen. Und nicht böse sein, ich beende den Part diesmal hier. Dafür war der letzte Part ja auch dafür größer, ne? Keine Sorge, es wird auch wieder größere Parts geben. So. Dann bis zum nächsten Mal. Oh, er ist ein Ichiro. Tschüss.